Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu Alone in the Dark, dem Prolog. Irgendwie spielen wir das wohl mit Grace. Und ja, wir haben eine Demo bekommen zu Alone in the Dark. Und das komplette Spiel wird Mitte Oktober diesen Jahres erscheinen. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich freue mich da wirklich hart drauf, weil Alone in the Dark, die ganze Serie, total an mir vorbeigegangen ist. Und ich bin aber unglaublich froh darüber, dass ich das jetzt nochmal wiedererleben darf. Ich hoffe, das Ganze wird gut. Was erwarte ich von dieser Demo? Gar nicht so viel. Erstmal vielleicht nur schauen, wie die Atmosphäre wird. Natürlich wollen wir uns auch die Grafik und so weiter ein bisschen anschauen. Und wir gucken einfach mal, wie viel Gameplay-Elemente wir denn hier schon zu sehen bekommen. So, jetzt ohne großartiges Gebrabbel würde ich sagen, gehen wir rein, schauen uns das Ganze an. Und ja. Okay, das wird wohl die Grace sein, denke ich mal. Alone in the Dark bei... Jetzt konnte ich es nicht lesen. Okay. Ich weiß auch ehrlich gesagt überhaupt nicht, worum es in Alone in the Dark geht. Wahrscheinlich... Irgendwas mit Dunkelheit und Alleinsein und so. Das war eine hervorragende Herleitung. Okay. Wir haben die ganze Zeit so ein... Ist das Jazz? So Jazzmusik irgendwie im Hintergrund? Okay. Okay, wir schauen uns hier mal um einfach. Kamera, ich habe jetzt ein bisschen. Beziehungsweise Controller-Sticks sind so ein bisschen sensibel eingestellt, aber gut, das geht. Jetzt erstmal so. Ich freue mich unglaublich auf dieses Setting, weil es ja irgendwie 1900 in den 20ern, glaube ich, spielt. Da bin ich sehr gespannt. Was haben wir hier? Hier können wir. Eine Spieluhr. Okay. Ja, da lachst du. Okay. Okay, da ist der Kopf ab. Ist aber nicht der erste Kopf, ne? Ne, da liegt schon einer. Na gut. Okay, was haben wir hier noch? Achso, gar nichts. Spiegel. Okay. Was macht der denn hier? Ich verkannte. Der hat mich ein bisschen erschrocken gerade. Der Piepmatz. Okay, diese Tapeten, ne? Erinnert mich tatsächlich schon ein kleines bisschen an Resident Evil, an den ersten Teil. Spencer Mansion gab es ja auch diese, ich sag mal, Oldschool-Tapeten. Wir gehen gleich raus. Sieh einer dieses Chaos an. Ja, was, achso, oh, da liegen noch Flaschen. Was höre ich denn hier? Wir gehen gleich mal raus. Ich bin... Wenn wir denn können. Können wir hier auch durch? Hier brauchen wir jetzt Schlüssel irgendwie, ne? Ah ja, verstanden. Wir können mal eben schauen. Haben wir hier eine Map oder irgendwie sowas? Nö, irgendwie noch geht da gar nicht so gut. Vielleicht kommt das noch. Also wie ich weiß, ist das ja nun auch... Sag mal! Erschreckst du mich denn hier so? Na ja, gut, dann gehen wir da halt eben nicht durch. Lassen wir es halt. Oder können wir noch? Probieren wir es mal. Na doch, geht doch. Huh? Ja. Das. Okay. Okay. I already washed my hands today. Ich habe meine Hände heute schon gewaschen. Wenn es heute schon einmal gemacht ist, dann reicht das ja wohl. Na, das muss reichen, Leute. Okay. Haben wir hier? Cassandra should be more careful with her medicine. Mhm, Cassandra sollte vorsichtiger mit ihren Medikamenten sein. Ja, okay. Okay. Also, das Spiel ist ja jetzt, so viel ich weiß, keine AAA-Produktion, sondern eher so AA, sag ich mal. Und dafür sieht das doch schon anständig aus. Okay.
Okay. Kann ich schnell laufen? Nee, das geht irgendwie noch nicht. Und so ein bisschen ranzoomen. Versuch's jetzt hier. Hier ist wahrscheinlich immer noch der Schlüssel. Ja, der Schlüssel wird hier noch angezeigt. Okay, das war jetzt aber echt ein bisschen komisch gerade. Das. Nehmen wir hier nochmal rein. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob sich hier irgendwas verändert hat. Leute, wir gucken uns die Bilder an. Ach, okay. Was hier los? Nicht ihre beste Arbeit, na gut. Okay, sie scheint auf jeden Fall gerne zu malen. Der ist mir eben gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Okay, okay. Und dass sie nicht laufen kann, manchmal triggert einen sowas ja schon ein bisschen, ne? Gut, hier ist wohl nichts weiter. Okay, was übersehe ich denn? Schauen wir mal. Waren wir hier schon drin? Ach, guck an. Oh goodness, you scared me. Ach. What are you up to, Jeremy? Jeremy, was los? I have to tell someone what is going on here. I have to try. You're not one of them, are you? Please tell me, Grace. You're not a spy, are you? Who spy? Them. The others. All of them. No, you're too innocent. I'm too innocent. I need to get this letter to my niece. She would understand. Just give it to the clerk, Mr. Waits, and he'll post it. No, he could be in on it. What if he won't post my letter? Er wirkt dezent paranoid. Make it look like it's one of yours. Here, let me do it. Ich mag das gerade total gerne mit der Musik. Miss Emily Hartwood, Dauphin Street, New Orleans. You don't have the number? Not sure the postman's gonna find it without... Abgezischt. Jeremy? Ach, da liegt der Schlüssel. Haben wir vielleicht noch ein Fahrrad, das wir eben speichern können? I'll just post it myself then. Hier auf dem Tisch, ne? Da lag auf jeden Fall der Schlüssel. I'll just take this letter downstairs to the clerk's office myself. Schöne Schreibmaschine. Naja. Der Lobbyschlüssel. Okay, cool. Den hätten wir schon mal. Uh-oh, Cassandra. I'm touching your typewriter. Okay. Wenn ich das richtig weiß, soll das Spiel ja gar nicht so... I wish Batiste would drive me around all day. Maybe if I broke my leg. Kannst du mal machen. So wie ich weiß, soll das Spiel nicht ganz so actiongeladen sein wie ein, ich sag jetzt mal, ja, Dead Space oder Resident Evil 2 oder 4 Remake, sondern soll tatsächlich so ein bisschen mehr wohl noch auf Rätsel gehen, wenn ich da richtig liege. Hätte ich da tatsächlich überhaupt kein Problem mit. Denn ich glaube, mit diesen Titeln, die ein bisschen mehr Action in sich haben. Da haben wir schon wirklich hochkarätige Titel, so, ne? Mit Dead Space und Resident Evil 4. Okay, na, wir haben den Schlüssel. Wo war der? Für hier? Ne, für hier nicht. Andere Seite. Okay. Kannst du irgendwie laufen? Ne. Okay, dann halt nicht. Okay, ich habe mich jetzt gerade schon gefragt, ob wir vielleicht so eine Art Inventar oder sowas zu sehen bekommen. Aber sie benutzen ihn einfach direkt, ne? Okay. Ja, wenn ich hier... Ne, da ist auch nichts mit Inventar. Okay. Dann müssen wir es einfach so hinnehmen. Digipad passiert nichts. Okay. Das sieht... sowas sieht schon sehr hart nach Rätsel aus, oder? They're so creepy. Ein bisschen schon, ne? Schlüssel für, okay. Oh Gott, bin ich erschrocken. Sag mal. Sag mal, Schlüssel. Hallo, 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 hey. Wie gut sieht das denn jetzt aus hier? Okay. Soll der Blödsinn? Was soll es sein? So ein bisschen Dschungelflair, oder? Oh
Okay. Ich glaube, da sollten wir nicht reingehen. Was passiert denn, wenn ich es nochmal mache? Okay, gar nichts. Schade, ich dachte, wir kriegen irgendwie vielleicht eine Todesanimation oder sowas. Oha, dicker Bär. Okay, dann müssen wir das... Das ist was... Macht's jetzt? Ach so. Quicktime darf nicht fehlen anscheinend. Na gut. Hier ist es auf jeden Fall nicht. Irgendwas anderes. Na los, Grace, rüber hier. Oh, hab. Schön. Na, ich glaube, wir sollten gehen. Wir sollen gehen. Tschüss. Muss ich mich jetzt beeilen, oder? Ist alles cool. Okay. Ah. Oh, a little night music. Ja. Das ist Nachtmusik. Was ist das hier? So. Kann ich mir... Also ich werde jetzt hier einfach mal schön alles angucken. Und zumindest versuche ich es halt. Ja, also es ist natürlich Geschmackssache. Mir gefällt der Stil total gut, ehrlich gesagt. Ah, auch wieder ein Schlüssel. Okay. Mr. Waits. Hello? Hello? Auch ein Schlüssel? Okay. Können wir hier... Hab ich hier... In der Tasche ist doch bestimmt einer, oder? Kann ich da nicht beigehen? Nee, da möchte sie nichts mitmachen. Okay. Hier gibt es aber auch gerade nichts zum Interagieren. Hier kann ich auch nicht mehr. Oh. Ach, da kann ich durch. Das war jetzt reiner Zufall. Ich bin da einfach nur langgegangen und den A-Knopf gespammt. Mhm. Der ist groß. Alone in the Dark. Das war's? Oder was? Das war eine äußerst kurze Demo. Ah, wir kriegen noch einen kleinen Trailer. Also Atmosphäre fand ich schon sehr, sehr toll. Wir haben jetzt natürlich nicht viel sehen können, so. Last night I dreamt that my uncle hung himself in the attic. That we were too late. The house looked different, but it was still called Dorsetto. Ach, guck mal, ne? Das ist doch der hier aus Stranger Things, ne? Wie cool. Let's not waste any time, Detective. Yeah, you're right. Let's go get your uncle, Miss Hartwood. Ist das der? Kann ich noch ein bisschen was machen? Ach, schade, nee. Schade. Ey, ich hab da mega, mega Bock drauf. Ich freue mich da wirklich hart drauf. Bin sehr gespannt. Mitte Oktober kommt das Game. Vorbestellen, gut, das mache ich jetzt nicht. Da warten wir natürlich nochmal ab. Man ist das ja heutzutage leider gewohnt, dass so manches nicht ganz rund läuft, wenn es rauskommt. Aber hier, wie gesagt, also Atmosphäre finde ich gut. Wir haben jetzt leider nicht so viele Gameplay-Mechaniken so mitbekommen. Nur einmal diesen plötzlichen Wechsel, dass sich das Hotel oder wo wir da waren, dass sich das irgendwie vom Setting her verändert hat. Womit das zusammenhängt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ja, ich bin auf jeden Fall neugierig und möchte es gerne rausfinden. Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Würde mich drüber freuen. Hilft dem Kanal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.